Hallo Freunde und willkommen zurück zu Let's Play Alundra. Im letzten Part haben wir uns so ein bisschen durch die Gegend geeiert mit Flammenwerfen und Runterfallen. Und weiß der Geier nicht was noch. So, und jetzt möchte ich an diese Kiste hier kommen. Muss mir das jetzt nochmal in Ruhe anschauen, wie das hier funktioniert. Also diese Platte bewegt sich von hier wieder nach da oben hin. Zurückspringen können wir doch, so können wir zurückspringen. Aber nachher, wenn ich diesen Schalter gedrückt habe, geht das komischerweise nicht mehr. Ja, dann kommt zwar hier so ein... Nein, nein, das war schon wieder Kappes. So, das machen wir jetzt nochmal. Ja, da... Ja, da siehst du, da geht nichts mehr. Ja, wenn wir jetzt einmal hier drauf gesprungen sind, dann ist quasi die Sache gelaufen. Ja, und das war jetzt Kappes. Ja, Leute, ich melde mich mal gleich wieder, wenn ich mich wieder zurück hierher bewegt habe, und dann mache ich ein Safe State. Ah, ne, habt ihr ja den Safe State an der Stelle, okay. Gut, gut. So, jetzt nochmal von vorne das Ganze. Ich glaube, ich muss einfach... Ich muss mich an die Stelle stellen. Und dann, das direkt auffangen. Vielleicht am besten sogar den Schalter anders betätigen. Vielleicht so, Moment. Mal gucken, ob das klappt. Anscheinend nicht. Nein, ich kann nicht. Ich muss dann gegen den Strom laufen und das funktioniert nicht. Und hier auf der anderen Seite wird es wahrscheinlich genauso wenig funktionieren. Ja, jetzt habe ich es geblickt, Leute. Jetzt habe ich es geblickt. Wozu gibt er uns denn diese Tonne hier? Also erstmal die Tonne nehmen. So, hier hin tun. Und dann kommen wir nämlich auch wieder hier hoch, wie ihr sehen könnt. Eigentlich ziemlich... okay. Nein, nicht hier hin, sondern wir müssen die in die Mitte stellen, damit wir von beiden Richtungen... Okay, das könnte klappen, ja. Nicht ganz, ich komme nicht wieder zurück. Muss ich ja vielleicht auch gar nicht, mal schauen. Ja doch, muss ich natürlich. Okay, ich muss doch. Ein bisschen weiter nach hier stellen. Nein, immer noch nicht. Mann! Ein Glück, dass die Tonne nicht runterfällt hier. Nein! Das muss aber so funktionieren irgendwie. Ich vermute mal, wir müssen auf der anderen Seite dann wieder zurück. Also... Gut, ich kann... Ich komme dann nicht mehr zurück. Das heißt, es muss so funktionieren. So. Aber jetzt müsste es doch möglich sein, hier rüber zu springen. Das gibt's doch nicht. So weit auseinander ist das doch nicht. Das muss doch gehen, Leute. Jetzt mal ganz im Ernst. Oder ist das doch die falsche Taktik? Muss ich hier? Wahrscheinlich muss ich es hier machen. Moment, nein, nein. Ah ja.
Aber auch hier komme ich jetzt nicht mehr zurück. Was ist denn das für ein... Guck mal, die Tonne ist doch viel höher als das hier unten. Da muss ich doch eigentlich wieder zurückspringen können. Das ist so eine Unlogik, das geht überhaupt nicht. Das ist der totale Quatsch. Jetzt mal im Ernst, wenn ich zwei Fässer hätte, keine Ahnung. Es bringt mir einfach nichts. Ich komme nicht wieder zurück. Kann ich den Schalter vielleicht wieder ausmachen? Naja. Ach, jetzt komme ich auch wieder zu... Okay. Ja, aber das was bringt mir ja nichts hier. Ja, und das bringt mir auch nichts, weil ich die zu weit schmeiße, die Tonne. Klappt. Aber das klappt immer noch nicht. Wenn sie ganz am Rand steht, dann klappt es, aber so klappt es nicht. Was ist das für eine Logik? Das ist keine Logik. Das ist absoluter Müll, ist das. Ganz im Ernst. Der letzte Scheiß ist sowas. Ich dachte, ich hätte das jetzt, aber ich hab's nicht. Was nützt mir das, wenn ich jetzt hier hinkomme? Es nützt mir gar nichts. Ein Scheiß nützt mir das. Einen absoluten, totalen... Entschuldigung, aber ist doch wirklich wahr. Ich pfeife gleich auf die Truhe da oben, ehrlich. So, leckt mich am sonst wo. Kann mir gestohlen bleiben. Ja, ja. So, weg mit dir. Weg mit dir. Alter, jetzt fangen die auch noch an zu ballern hier mit. So, weg. So. Stirb doch, du Mistteil. So. Wo geht's denn hier weiter? Ich muss mal hier drauf. Ah, ich habe wieder vergessen, meinen Skype auszumachen. Wie immer halt. Erstmal schauen, wo ich jetzt erstmal ein Safe State hier so. Gucken, wo es hier lang geht. Aha. Ja, was bringt mir das hier? Bringt mir doch gar nichts. Gut, mal gucken. Hier ist doch überhaupt nichts. Hä? Sackgasse oder was? Nein. Diesem komischen Stein kann man den... Ach, jetzt habe ich das wieder... Oh. Leute, lasst mich doch einfach in Ruhe. Ganz ehrlich. Lasst mich doch einfach in Ruhe. Ja, das hat mir jetzt überhaupt nichts gebracht. Stirb, stirb und nochmal stirb. Wenigstens sterben diese Viecher total schnell. Aber das hier hat irgendwie keinen Sinn.
will euch jetzt mal was sagen, Leute. Wisst ihr, wie weit wir in diesem LP sind? Ich habe mal ausnahmsweise mal nachgesehen. Und zwar sind wir noch nicht mal bei der Hälfte. Ja, nach fast 100 Parts. Das geht gar nicht. So blöd kann man doch eigentlich sich gar nicht anstellen wie wir. Ja. Ich weiß jetzt nicht, wie wer sich blöder anstellt, Golo oder ich, aber ich glaube, wir nehmen uns beide nicht allzu viel. Jedenfalls, ja, ich habe keine Ahnung, wie es hier weitergeht. Weil, ihr seht es ja, hier ist nichts. Vielleicht müssen wir doch die Kiste da oben öffnen, aber was kann da drin sein? Hier ist keine Tür, die wir mit einem Schlüssel aufmachen könnten oder so. Gut, ich könnte natürlich Folgendes versuchen. Ich könnte versuchen, hier Bomben zu schmeißen. Mal gucken. Okay, ja, das habe ich mir gedacht, das bringt was. Mal schauen. So, also hier lassen wir uns einfach mal runterfallen. So. Dann geht es vielleicht auch weiter. Mal gucken. Zack, zack und zack. So, was haben wir denn hier Schönes? Aha, da ist ein Ausgang. Bleibt der Schalter? Ja, der Schalter bleibt. Ich springe jetzt mal hier. Mal ein Safe State setzen. So. Okay. Was haben wir hier Schönes? Was zum Wegbrennen. Okay. So, weg mit euch. Monster, Maschinen. So. Damit bist du außer Gefecht, mein Freund. Und du brauchst gar nicht anzukommen. So. Zack. Nehmen wir das Ding hier, machen erstmal wieder ein Safe State. Ja. Nein. Moment, hier war doch irgendwo was zum Wegbrennen. Wo war denn das jetzt? Ah, komm ich nicht. Ah, Moment. Ah, nein, nochmal. Verdammte Axt. Nee, das geht nicht. Keine Ahnung. Wahrscheinlich muss ich hier... Moment mal, das ist doch... Ist das nicht das Gebiet vom Anfang? Ja, das ist das Gebiet vom Anfang, glaube ich. Das heißt, wir gehen jetzt einfach mal hier durch. Ah ja, und hier haben wir... Ich setze mal ein Safe State. Hier haben wir ein fettes Rätsel. Okay, vier Schalter sind das, oder was? Jo, mal schauen, dann beschäftigen wir uns erstmal damit, sonst kommen wir ja hier eh nicht hoch. Etwas scheint das Bewegen des Schalters zu verhindern. Ja, auch das noch. Gut, wahrscheinlich verrostet, Bombe drauf. Mal gucken, aber... Ja, okay, okay. Das habe ich mir gedacht, so wird das nix. Gut, mal gucken. Hier geht's ja auch noch weiter.
komme ja doch hier weiter. Ja, gut, wahrscheinlich müssen wir jetzt erstmal hier oder hier lang. Ja. Gehen wir erstmal links, bevor wir rechts gehen. So, zack. Mal gucken. Was ist das? Ah, jetzt wird es aber sehr labyrinthartig hier. Mal schauen. Hier ist ein Teleporter, da ist ein Teleporter, hier ist ein Teleporter. Überall ist ein Teleporter. Ah, super. Okay, fangen wir links oben mal an und checken den mal aus. Wo sind wir hier? Ach du meine Güte. Ja, okay. Gut, da ist ein Schalter. So. Gut, das wird nicht reichen. Was ist das denn bitte? Hier ein Grab oder was? Die Inschrift ist bei diesem Licht kaum zu entziffern. Okay. Ja, ja, ist gut. Können wir hier diese Dinge irgendwie aktivieren? Okay, anscheinend nicht. Komme ich hier hoch? Anscheinend auch nicht. Gut, ich vermute mal stark, dass ich das mit den Feuerteilen hätte anders machen müssen. Deswegen versuchen wir es nochmal. So, wie machen wir das jetzt? Die beiden auszuschalten wäre ja schon mal gar nicht so verkehrt, denke ich mal. Wir kommen leider mit den unteren nicht nach oben. Das ist... Autsch! Das ist das Problem. Also ich denke, mit denen muss ich die beiden kaputt machen. Das geht gar nicht anders. Komme ich hier irgendwie... Nein, ich komme hier nicht irgendwie durch. Das wird nichts. Ja, ich habe eine Idee. Vielleicht wenn ich... Ah, warte mal, da habe ich eine Idee. Moment. Nein, so weit runter wollte ich doch gar nicht. Okay, ja. So. Nein, ich komme aber hier vor... Nein, eben kam ich doch hier vorbei. Kleine Pause im Moment. So, Freunde. Ich möchte mich eigentlich, ich mach mal ein Safe State hier nochmal. Egal. Eben konnte ich mich doch hier vorbeischummeln, oder? Das ging doch eben, oder war das ein Bug? Gibt's doch nicht. Ich konnte mich doch eben hier vorbeischummeln. Hallo? Wenn ich mit dir jetzt nicht vorbeischummeln kann, na, dann geht anscheinend doch nicht. Vielleicht war das einfach nur ein Zufall eben. Nee, hier geht's. So. Und jetzt... Ah, scheiße. Ich dachte, wenn ich hochspringe und das Ding hochwerfe, könnte ich den da oben erwischen. Aber das war leider falsch gedacht. Und deswegen muss ich den Raum resetten. Vielleicht geht's auch noch gar nicht jetzt und jetzt nervt dieses Blöde. Jetzt werde ich auch nochmal den Stärkungstrank. Maximale Lebenskraft, ja. Muss ich den leider auch mal missbrauchen. So, Bombe. Ich setze nochmal ein Safe State. Also. Wie machen wir das jetzt? Wir könnten natürlich... Ja, das bringt ja auch nichts.
Ich denke mal, das sollte nicht verkehrt sein, wenn wir... Das müssen wir. Sollte eigentlich so funktionieren. Bloß an diesem blöden Teil kommen wir halt nicht vorbei. Das ist ein echtes Problem. Nochmal ansehen hier. An dem kommen wir ja vorbei. Das ist nicht das Ding. Ohne dass der uns im... Ja, jetzt muss ich wieder den richtigen Punkt finden. Ja, ist gut. Nein, das... Es ging. Ich weiß das ganz genau. Geht. Also, sage ich doch. So. So, nochmal ein Safe State. Und ich muss mich jetzt mit dem Teil hier... Nein, nein, nein. Obwohl, noch geht's. Noch kann ich wieder zurück. Nein. Ich muss nur den richtigen Punktansatz finden. Nein. Mann, das nervt. So, na also, geht doch. Burn, Baby, burn. So, jetzt komme ich... Jetzt komme ich hier rauf. Ja, was nützt... Das nützt mir aber leider gar nichts. Weil da auch zu ist. Ich muss einen von den beiden Dingern, muss ich... kaputt kriegen können. Ja. Hilft nichts, muss ich nochmal den Raum resetten oder ich versuche was anderes. Aber das erst im nächsten Part, Leute. Bis dahin. Macht's gut. Bye bye. Bis zum nächsten Mal bei Alundra.